Fünf Regeln für medizinisches Fitnesstraining. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute geht es mal wieder um das medizinische Fitnesstraining, um eine fünf Grundregeln, damit du eben weißt, was du zu tun hast, wenn jemand zu dir kommt ins Fitnessstudio und sagt, ich habe irgendeine Art von medizinischem Problem. Was man hier natürlich immer mit dazu sagen muss, ist, dass wir Fitnesstrainer sind und keine Ärzte. Das heißt, die Leute sollten bei schweren Verletzungen schon beim Arzt gewesen sein und eventuell gerade aus der Physiotherapie rauskommen und müssen dann eben bei uns Muskulatur aufbauen oder weiter trainieren, dass es eben nicht wieder schlimmer wird. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der Regel Nummer 1. Und zwar Regel Nummer 1, meiner Meinung nach, ist, das nötige Fachwissen zu haben. Man braucht natürlich das Wissen der einzelnen Krankheitsbilder, um den Leuten weiterhelfen zu können. Und man darf da nicht unsicher sein, sondern muss sich da schon gut auskennen. Und ich habe dir hier mal die wichtigsten Krankheitsbilder, wichtigsten Verletzungen aufgezeigt, aufgeschrieben, die man wissen und können sollte, wenn man in der Fitnessstudio arbeitet und medizinisches Fitnesstraining geben möchte. Das heißt, man muss auf jeden Fall Bescheid wissen über Muskelzerrung, Muskelfaserriss. Dann Kreuzbandriss gehört natürlich auch dazu im Knie, was man da tun kann. Impingement-Syndrom in der Schulter. Bandscheibenvorfall im LWS- oder HWS-Bereich. Was muss man da beachten? Hohlkreuz. Arthrose. Ja, Arthrose in Wirbelsäule, Knie oder Schultern zum Beispiel. Verspannungen ist jetzt eher ein leichteres Krankheitsbild. Da muss man nicht beim Arzt gewesen sein. Rundrücken solltet ihr Bescheid wissen. Osteoporose, also Knochenschwund. Skoliose, eine seitliche Verschiebung der Wirbelsäule. Außenbandverletzung, hauptsächlich am Fuß. Bluthochdruck gehört natürlich auch mit dazu und Sehnenriss. Darüber solltet ihr einen Überblick haben, diese Krankheitsbilder solltet ihr kennen und eben auch wissen, was man da machen kann, wenn man eben diese Verletzung hat. Und wenn das Ganze dir noch ein bisschen schwerfällt, dann check einfach mal meine Playlist medizinisches Fitnesstraining aus hier oben auf der Infokarte. Dort habe ich nämlich zu jedem einzelnen Krankheitsbild bereits ein Video für dich abgedreht. Die zweite wichtige Regel für medizinisches Fitnesstraining lautet, eine vernünftige Bedarfsanalyse zu machen. Das heißt nicht einfach nur fragen, hey, was hast du, okay, komm, jetzt geht's los, sondern ihr braucht natürlich einige Informationen mehr, um entsprechende gute Trainingsempfehlungen zu geben. Hier habe ich euch mal kurz ein paar Fragen vorbereitet, die ihr eben den Kunden stellen könnt und was ihr wissen müsst. Seit wann hat der Kunde die Schmerzen bzw. die Verletzung? Was ist genau passiert? Wie ist die Verletzung entstanden? Dann gab es eine OP oder wart ihr schon mal beim Arzt? Was sagt der Arzt genau? Was gibt er für Trainingsempfehlungen? Was sagt vielleicht auch der Physiotherapeut? Was hast du vielleicht in der Physiotherapie schon bereits gemacht? Was hast du da schon wieder erlernt? In welchen Situationen tritt noch der Schmerz auf? Häufig im Alltag. Und natürlich, wo genau sind denn überhaupt die Schmerzen, die du jetzt momentan hast? Das sind eben alles Informationen, die ihr eben braucht, um eben entsprechende gute Trainingsempfehlungen zu geben und eben auch vor allem Punkt 4 weiterhin zu beachten. Regel Nummer 3 sollte eigentlich komplett klar sein und logisch sein, aber ich möchte es trotzdem mit dazu sagen, denn man muss sich auf jeden Fall natürlich gut aufwärmen. Mit gut aufwärmen meine ich sowohl global als auch lokal. Global heißt auf dem Ausdauergerät, auf dem Cardiogerät erstmal so 10 Minuten warm machen, damit das ganze Herz-Kreislauf-System in Schwung kommt, damit die Muskulatur ordentlich durchblutet wird. Am besten eignet sich hier der Crosstrainer, weil man eben oder eben das Laufband, weil man hier eben auch den Oberkörper mit dabei hat. Fahrrad würde ich jetzt eher nicht empfehlen, außer vielleicht bei Arthrose-Patienten. Und lokal ist natürlich auch wichtig, das heißt nicht gleich mit dem Trainingsgewicht einsteigen, sondern erstmal die lokale Muskulatur aufwärmen. Das ist eben vor allem im medizinischen Bereich besonders wichtig, dass man eben nicht gleich mit einem hohen Gewicht anfängt. Sollte aber, wie gesagt, eigentlich klar sein. Regel Nummer 4 ist, den Genesungsfortschritt und das Krankheitsbild an die Intensität anzupassen. Wir haben jetzt hier eine Skala aufgezeichnet von 0% von Fmax und 100% von Fmax. Die werdet ihr bestimmt schon kennen. Und der größte Fehler, der hier eigentlich gemacht wird, ist, dass eben so leicht trainiert wird, dass man hier unterhalb der 35%, das heißt nicht mal einen trainingsrelevanten Reiz setzt beim Muskel. Denn wenn wir eben die Muskulatur trainieren wollen und medizinisches Fitnesstraining machen wollen, muss natürlich trotzdem ein trainingsrelevanter Reiz gesetzt werden. Das heißt, man sollte so ab 35% der Fmax trainieren. Und da kommt es jetzt eben ganz einfach auf den Genesungsfortschritt und auf das Krankheitsbild drauf an, welche Intensität man hier wählt. Hier oben bei 80% Sportrophie-Training, das kann man zum Beispiel machen bei Osteoporose-Patienten oder auch Leuten, die vielleicht Rundrücken oder ein Hohlkreuz haben. Da muss man schon ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen höhere Intensität an den Tag legen. Wenn man eben gerade erst irgendwie einen Kreuzbandriss oder sowas hatte oder eine Außenbandverletzung, dann muss man hier erstmal in dem niedrigen Bereich im Kraft-Ausdauer-Training anfangen und erstmal ja wieder die Muskulatur ein bisschen durchbewegen, ein bisschen durchbluten und so weiter und das Ganze dann ganz
ganz, ganz langsam aufbauen. Und man sollte aber, was ich vorhin gesagt habe, immer einen trainingsrelevanten Reiz haben. Das gilt ja nicht für alle Krankheitsbilder, außer, würde ich mal sagen, Arthrose. Bei Arthrose kann es auch sein, dass man am Anfang erstmal unterhalb des trainingsrelevanten Reizes sein muss, weil bei Arthrose es einfach darum geht, eben das Gelenk zu durchbluten und das Gelenk wieder zu bewegen, wieder neue Gelenkstruktur aufzubauen, Synovialflüssigkeit und so weiter. Und die fünfte und letzte und allerwichtigste Regel beim medizinischen Fitnesstraining ist: schmerzfrei trainieren. Das ist so eigentlich die Grundregel, wenn ihr euch fragt, darf er das jetzt gerade machen oder darf er es gerade nicht machen. Wenn es eben schmerzfrei ist, dann ist es eben auch meistens so, dass man diese Übung durchführen kann, und wenn nicht, dann sollte man sofort abbrechen und nochmal eine Stufe zurückfahren und nochmal was anderes machen. So, und jetzt kennst du meine 5 Regeln für medizinisches Fitnesstraining. Ich hoffe natürlich, dass du heute was dazulernen konntest. Falls ja, würde ich mich über ein Like bei diesem Video freuen. Und ich empfehle dir wirklich, die Playlist hier unter dir anzuschauen, wo ich wirklich alle Krankheitsbilder, die ich vorhin genannt habe, erklärt habe. Und da kannst du dir auch deine eigenen Notizen oder sowas draus machen. Und dann kannst du natürlich wunderbar im Fitnessstudio deine Kunden betreuen und auch deine Kunden medizinisch betreuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, dein Tim Kinalzig, Karriere als Fitnesstrainer, und ciao.